Okay, Leute, ja, wir sind wieder hier bei Let's Play Black and White 2. Und unsere Kreatur sammelt Erz auf, natürlich. Darfst du. Ist legitim und habe ich nichts dagegen. Ja, wir haben es letzter Zeit, also in der letzten Folge, haben wir das Katapult benutzt, um unsere 10 Mann starke Armee auf Stufe 3 zu bringen. Das ist saugut. Ja, das ist wirklich gut. Mehr gibt es dazu eigentlich gar nicht zu sagen. Unser Wald wächst hier, okay. Holz brauchen wir, glaube ich, nicht. Ne, da haben wir genug. Wie sieht es denn hier aus? Ja, ihr habt nämlich wenig. Ihr habt von allem wenig. So, ich baue mal hier die Mauer wieder. Die Mauer muss her. So, einmal das. Und kriegt mehr Mauern. Nein, das wollte ich eigentlich schon. Mauer, 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 Mauer. Hier. Und Kerzen gerade nach unten. Super. Das sieht jetzt sehr gut aus. Aber egal. So, wie viel Erz habt ihr noch? Hey, sehr, sehr viel. Na gut, egal. Komm, wir nehmen ein bisschen Holz mit. Und geben dieses Holz hier rein. Und genau, dann seid ihr glücklich. So, was wollt ihr? Kinder. Sagt das doch. Nein, 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 ich will jetzt keine Straße bauen. Ich will, dass ihr Kinder züchtet. Bekehrter Brüter. Jemand zerstört das Dorf! Oha. Das ist nicht gut. Ich brauche ein Blitzwunder. Blitzwunder! Alter! So, ja, hier. Ja. Meine Leute gehen da hoffentlich nicht mit drauf. Einfach weiter drauf bolzen. Ist sehr schön. Hat viel gebracht. Das Blitzwunder ist praktisch. Das kann nicht sein. Ja, die Schrift doch. Hat mich betrogen. Nein, hat sie nicht. Ich bin einfach nur stärker. So. Sehr gut. Meine Leute. Bekehrte Brüter. Ihr brütet alle. Ihr müsst jetzt unbedingt Kinder machen. Ohne Kinder seid ihr nämlich nichts, ein Häufchen Elend. Komm her, du bist Baumeister. Bekehrter Baumeister. Du auch? Bekehrter Baumeister. Nahrung. Ja, Nahrung kümmere ich mich ganz kurz. So, ihr braucht nämlich jetzt ein Feld, was groß ist. Nein, hier ist es nicht. So, da ist das Feld. Ja. Ein Feld, was groß genug ist, um euch alle. Ja. Groß ist es nicht, aber naja, wenigstens nichts. Etwas. So. Machen wir mal ganz kurz Wasserwunder. Noch zweimal. Einmal das und einmal nochmal. Und dieses Feld ein bisschen abernten. Dieses Feld abernten. Und dieses Feld abernten. Das sollte am Anfang schon. Ich gebe Ihnen eine kleine Starthilfe, sagen wir es so. So, nochmal zweimal ein Wasserwunder. Und dann habt ihr jetzt ein bisschen Nahrung für den Anfang. Hier und hier. Na, die Bogenschießanlage braucht ihr jetzt wirklich nicht. Lasst sie die Wut unserer Armeen spüren! Ja, ist ja gut. Wir haben schon 4 Minuten und ich habe einfach noch nichts gemacht in der Folge. Noch gar nichts. Ich weiß auch gerade überhaupt nicht, was ich großartig machen kann. Wir können jetzt mal schauen, ob meine 10 Hansel hier das hier erobern können. Und meine Kreatur. Wie ist das, schaust denn aus? Du hast Hunger. Ja, dann gib
ich dir was zu essen. Hier, und wehe, das ist nicht genug. Nimm's. Iss. Ja, das ist genug. Noch kurz streicheln. Ja, 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 damit geht's dir ganz gut. Und jetzt bitte. Greif diese Armee einfach nur an, mach ein Blitzwunder und das ist alles, was du machen müsstest. Nur ein Blitzwunder und dann wäre ich zufrieden. Einfach nur einmal, bam. Zerstören. Volle Knecke. Und du kriegst jetzt wahrscheinlich noch ein paar Pfeile ab. Hey, wie groß ist die jetzt? 58. Das ist schon mal sehr viel kleiner, als sie am Anfang war. Da waren sie nämlich zu 80. Das heißt mir, ich krieg wesentlich weniger Schaden. Sprich, ich kann vielleicht 2-3 Attacken mehr machen, um dann vielleicht wieder ein paar Leute mehr zu töten. So, jawohl. Sehr gut. Einfach weiter angreifen. Greif weiter an. Sehr gut. Naja, das war es dann auch wahrscheinlich schon wieder mit dir. Ja, okay, gut, das war's mit ihm. Was haben wir getötet? 48, 10 Leute. Besser als nichts. Naja, gut. Das ist halt das Problem, wenn die Armeen zu stark, also stärker werden. Meine Kreatur richtet dann nicht mehr sehr viel Schaden aus. So, ja, ich erober hier. Das ist gut. Ich würde mal gern wieder einen Katapult sehen. Na, wo geht ihr hin? Wenn ihr in meinen Einflussbereich kommt, seid ihr ziemlich dumm. Denn meine Kreatur ist nicht die einzige, die irgendwas kann. Ah, hier kommt er hoch. Ich befürchte, ich muss irgendwie versuchen auszuweichen, nur ich weiß nicht wie. Und ich weiß nicht wo. Die schneiden wir, wollen wir den Weg abschneiden, oder? Kommen die hoch oder laufen die einfach nur da jetzt im Kreis? Das weiß ich nämlich nicht. Ah, die gehen da durch. Okay, naja, gut, egal. Das ist nicht wild. Was ist denn das hier für eine Statue? Auf jeden Fall leuchtet hier irgendwas. Wir wissen, was das ist. Vielleicht eine silberne Schiffrolle, wenn wir die Stadt erobert haben. Das kann ja passieren. So. Was machen die jetzt? 20 und 48. Ja, 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 ja. Geht euren sinnlosen Kampf auf. Wird langsam was. Schließt euch unserer Stadt an. So, wie sieht's hier eigentlich aus? Ach, meine Kreatur ist gerade zurückgeflogen. Coole Sache. Hi. Na? Fit. Du brauchst nicht deprimiert sein. Komm, ich mach dich ein bisschen glücklich wieder. So, ja. Oh ja, das tut gut. Na, das tut gut. Oh ja. Ja, du bist ein Braver. So, schlaf dich mal aus. Und dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. So, was haben wir jetzt hier alles? Das sind Erzbrocken. Die will ich haben. Erz. Ich will das Erz haben. Habe ich hier... Ist ja immer noch am Bauen. Wahnsinn. Kommt nicht großartig voran. Schau mal das an, wie viele Häuser der bauen will. Wahnsinn. Das sieht echt krass aus. Finde ich übrigens sehr geil, dass... hier ist er schon extrem weit. Finde ich sehr geil, dass die Gegner auch erst anfangen müssen zu bauen und nicht gleich mit bombenmäßigen Gebäuden schon am Anfang mich in Grund und Boden stampfen kann. Ist einfach ein bisschen fairer, so finde ich. So, ja, ihr macht das schon.
genau. Ihr seid Bauern. Bekehrter Bauer. Ups, sorry. Ich will den aufheben. Bekehrter Bauer. So, ich heile euch auch dafür. Danke. Ihr seid nett. So, das Erz, ja. Kann ich das? Nein, kann ich nicht. Ich bringe euch wieder da rein. So, boah, Brüter, wie viele Brüter haben wir? Wie geil ist das denn? Aber die Kinderkrippe ist noch nicht belegt. Warum? Warum? Das geht so nicht. Ja, hier haben wir auch ein paar Brüter. Wie sieht es mit unserer Bevölkerung hier jetzt inzwischen aus? Immer noch 112, 128, irgendwie nicht sehr viel. Ich brauche mehr. Leute. Brütet mal ein bisschen. So, ich heile euch mal einfach. Aus dem Grund, ihr seht ziemlich platt aus. Ah! Jetzt habe ich sie geheilt. Warum auch immer es jetzt funktioniert. Aber ich benutze es trotzdem mal ein bisschen, damit ihr ein bisschen fitter wieder werdet. So. Ja, ich weiß, ich werde dadurch ein schönes Stück gut, besser, guter. Ich werde voll gut, guter. So, ja. Erzbedürfnis. Ja, dann holt euch doch Erz. Ich kann auch nichts machen. Was braucht denn ihr das ganze Erz? Von der Armee benötigte Nahrung 750. Gut, ja, okay. Ich krieg trotzdem Nahrung im Überschuss. Ihr seht, hier ist voll und, nein, nicht mal, nicht ganz voll. Aber, so langsam aber sicher. Und hier werden wir auch ein bisschen mehr kriegen. Hm. Ist also nicht schlecht. So, ja, hier sind wieder ein paar Mannen, die wahrscheinlich mir hier gleich wieder in den Arsch treten wollen. Nett finde. Ich brauche mehr Brüter. Bekehrter Brüter. Mehr Brüter. Wieso ist es hier so grün? Wir haben die Stadt erobert. Irgendwie sieht das gerade sehr strange aus. Wir haben eine grüne Insel. Weshalb auch immer. So, nein, ihr kriegt jetzt hier kein Waffen. Ihr wollt immer gleich die Waffe, ey. Ah, jetzt haben wir hier eine silberne Schriftrolle. Wie viele Minuten haben wir denn schon? 13 Minuten? Schauen wir uns mal die ganz kurz an. Ich trinke dabei was. Wo wollen die vielen Menschen hin? Hey, das ist meine süße Statue. Eine böse Macht scheint diese armen Menschen in den Wahnsinn zu treiben. Vielleicht könnt ihr sie ja heilen. Aha, und wie? Holen wir noch ein paar Gläubige. Hier passiert sicher gleich irgendwas Schlimmes. Ich freue mich auf den Anblick des bebenden Bodens unter ihren unerwünschten Füßen. Was muss ich jetzt hier machen? So, wie heißt die Aufgabe? Dunkler Junge, das ist ja was. Löse das Geheimnis des dunklen Obelisken. Testen wir mal mit einem Heilungswunder. Wasserwunder. Oh nein. Hör auf. Auf! Es reicht! Oh, super! Ohne Witz! Wie nett von dir! Oh, Tempel ist weg und das Lagerhaus ist weg. Na gut.
Irgendwas muss ich damit machen. Ich wüsste gerne was. Ah ja. Okay, wir haben Verluste! Einmal das. Das kann nicht sein. Die Schrift hat das. Mich betrogen. Und damit seid ihr erledigt. So, ja, was hier genau... Löse das Geheimnis des dunklen Obelisken. Ich kann mich gerade überhaupt nicht mehr daran erinnern, was ich hier machen muss. Auf jeden Fall kann ich mal wirklich schauen, dass ich mehr Jünger dahin hole. Aber ich möchte die Stadt erstmal ein bisschen wieder florieren lassen. Das heißt, jedes Mal, wenn ich eine Stadt erober, kommt ein Erdbebenwunder. Das ist sowas von Kacke. Wir brauchen, glaube ich, noch mehr Häuser. Übrigens. Bauen wir mal ein paar Häuser. Hier und hier und hier. Machen wir das so. Zack. Und dann können wir hier noch ein paar Häuser bauen. Direkt am Militär dran. Damit die Leute vielleicht ein bisschen zum Kindermachen animiert werden. Ein Heim habt ihr dann. So, wie lange dauert es noch, bis dieser Riss weg ist, damit ich in Ruhe hier wieder aufbauen kann? Ah, das ist ärgerlich. Ohne Witz, das ist sehr, sehr ärgerlich. Wenn man so einen Tempel macht, der kostet auch einen Haufen Erz. Ich habe nicht so viel Erz. Nee, egal. Komm, eine Waffenkammer, die können wir immer brauchen. Und die... Oh, ich sehe auch gerade, was sie gemacht haben. Die haben hier meine... Burgmauer eingerissen. So, weg damit. Burgmauer. Hier. Ja. Das kommt auch weg. So, komm her. Erz. Wie viel Erz ist das? Ja, ein bisschen was. So, das kann man aufbauen. Dann sind sie wenigstens wieder ein bisschen sicher. Eieiei. So. Wo ist jetzt... Ihr verarscht mich doch, oder? Habt ihr das gesehen? Ach, ey, ohne Witz, die verarschen mich jetzt. Bogen... Nein, ihr habt eine Bogenschießanlage. Waffenkammer, Fernkampf. So, hier ist wieder was. Aus Rache sterbt ihr jetzt einfach mal. So, glücklich. Okay, Leute, das war wieder eine längere Folge. Black and White, wie in letzter Zeit auch immer so. Ich mache Schluss für heute. Morgen geht's weiter, wenn wir dann schauen, wie dieses Obelisken-Wunder da geht. Keine Ahnung. Bis dann, Leute. Ciao.